Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Bürsch hat das angesprochen. Integration ist erfolgreich in Deutschland. Bei allen Problemen möchte ich das als erstes betonen. Integration gelingt jeden Tag, überall im Land. Und besonders erkennbar ist das im Sport. Zu Recht ist dem Sport im Nationalen Integrationsplan ein eigenes Kapitel gewidmet. Sport bringt Menschen zusammen, ist international, vermittelt Werte wie Verantwortung, Teamgeist, Respekt, Akzeptanz von Regeln. Beim Sport ist es egal, woher du kommst, welche Hautfarbe du hast oder an welchen Gott du glaubst. Sport ist gelebte Integration und darum wollen wir ihn weiter stärken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch seine Integrationskraft entwickelt sich nicht quasi automatisch. Wir erleben, zum Glück sehr selten, dass es bei Sportereignissen zu Gewalt und zu rassistischen Vorfällen kommt. Dem treten wir gemeinsam mit dem organisierten Sport entgegen. Und ein weiteres Thema sind kulturelle und soziale Barrieren. Muslimische Mädchen etwa würden gerne häufiger Sport treiben. Und es gibt Eltern, nicht nur ausländischer Herkunft, die sich den Sport der Kinder nicht so recht leisten können. Diese Probleme müssen wir angehen. Es muss möglich sein, dass alle Bürger Sportangebote wahrnehmen können. Wir müssen niedrigschwellige Angebote machen, die Sportvereine sensibilisieren und Migranten in die Organisation von Sport mit einbeziehen. Wir brauchen Teilhabe durch Sport und deswegen müssen wir Teilhabe im Sport organisieren. Der Sport übernimmt gesellschaftliche Aufgaben. Er macht das gerne und erfolgreich. Dabei dürfen wir allerdings nie vergessen, dass der Sport vor allem von den vielen Ehrenamtlichen gestaltet wird. Deren Engagement ist von unschätzbarem Wert. Sie haben wirklich unseren Dank und unsere Anerkennung verdient. Die verbesserten Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche, das Gesetz Hilfen für Helfer, waren da ein handfester Fortschritt. Aber man muss auch sagen, dem Ehrenamt sind gewisse Grenzen gesetzt. Wir müssen die Leute auch vor einer Überbeanspruchung schützen. Manchmal kommt eben bei bestimmten Problemen oder Konflikten ein Jugendtrainer nicht mehr weiter. Da ist andere Hilfe von außen nötig. Und deshalb ist eine bessere Verzahnung von Sportförderung und anderen Programmen, etwa zur sozialen Stadtentwicklung, sinnvoll. Und wie erfolgreich Zusammenarbeit sein kann, zeigt etwa der deutsch-türkische Treff hier in Berlin im Kreuzberger Wasserturm. Wir waren neulich mit Franz Müntefering dort als SPD-Fraktion. Das war wirklich sehr beeindruckend. Über den Sport kommen dort die Mitarbeiter mit den Jugendlichen in Kontakt, helfen dann auch für die Schule, machen Sprachförderung, bieten Berufsorientierung an oder haben auch einfach mal ein offenes Ohr für verschiedene Probleme. Das ist ein starkes Projekt. Davon brauchen wir mehr in Deutschland und das wollen wir unterstützen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sport hat viel mit Bildung zu tun. Auch das ist im Nationalen Integrationsplan gewürdigt. Ich habe bereits von der Wertevermittlung gesprochen. Man kann auch Herzensbildung sagen. Aber es geht auch um kluge Köpfe, denn Sport fördert die geistige Leistungskraft. Das sollte übrigens manchen von uns hier im Saal auch zu denken geben. Der Landessportbund betreibt Kindertagesstätten, in denen mit großem Erfolg Bewegung und Spracherwerb verbunden werden. Da sind weiterer Ausbau und Unterstützung nötig. Und darum sage ich jetzt auch in Richtung unseres geschätzten Koalitionspartners. Dort, wo wirklich mit größtem Engagement Bildungsarbeit geleistet wird, versteht kein Mensch, warum Betreuungsgeld gefordert wird, anstatt mit aller Kraft den Kitas zu helfen. Noch ein paar Worte zur Schule. Schüler, die mehr Sportunterricht haben, werden in anderen Fächern besser. Das haben Untersuchungen gezeigt. Darum ist die Ausweitung des Sportunterrichts nötig und überfällig. Übrigens auch mit Blick auf muslimische Mädchen. Die Länder müssen es hinbekommen, dass der Sportunterricht nicht ausfällt, dass im Gegenteil die tägliche Sportstunde eingeführt wird. Das wäre ein wirklich starker Beitrag. Und am besten ist der weitere Ausbau der Ganztagsschulen. Sie sind im Nationalen Integrationsplan ausdrücklich gelobt. Dort können die Schülerinnen und Schüler optimal ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden, unabhängig davon, welches Leistungsniveau sie haben oder wo sie herkommen. Da gibt es dann auch ausreichend Zeit, etwa für Sport- und Musikangebote,
für alle und ohne Hürden. Das ist ein praktischer Beitrag zur Integration. Rot-Grün hat mit dem Ganztagsschulprogramm viel bewirkt und das muss weitergehen. Wir brauchen die qualifizierten Menschen. Es kann doch nicht wahr sein, dass, wie auch bereits gesagt wurde, so viele Jugendliche ausländischer Herkunft ohne Ausbildung bleiben und gleichzeitig Fachkräfte händeringend gesucht werden und die aus dem Ausland ins Land geholt werden sollen. Es ist die Aufgabe des Staates und der Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die hier leben, auch tatsächlich qualifiziert werden. Dieses Land braucht Chancengleichheit, weil wir keinen Menschen verloren geben wollen und dürfen. Sport und Bildung sind wichtige Säulen der Integration. Das ist im Nationalen Integrationsplan enthalten. Er hat einige gute Ansätze, aber wir haben noch wirklich sehr viel an praktischer Politik zu tun. Die SPD ist dazu bereit. Herzlichen Dank.